Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video bzw. in Teil 2. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt von den Dingen, die ich an Deutschland liebe und an Deutschland vermisse, obwohl ich hier gerade in der Karibik im Paradies bin, dann müsst ihr, glaube ich, hier hinklicken. Ich bin mir nie sicher, ob es hier oder hier ist, Leute. Ich glaube, es ist hier. Ich werde direkt mit der Tür ins Haus fallen mit einem sehr, sehr wichtigen Punkt meiner Meinung nach. Das, was irgendwie sehr viel Freiheit verspricht, was einem Zeit spart. Was wir Deutschen als selbstverständlich erachten, Leute. Wirklich, wir glauben, es ist selbstverständlich. Für uns ist es das Normalste der Welt und in anderen Ländern ist es halt leider nicht so. Wir in Deutschland können Leitungswasser trinken. Wir können einfach den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser in richtig krass guter Trinkwasserqualität zu uns nehmen. Wisst ihr, was das für ein Luxus ist? Wirklich, Leute. Ich habe das jetzt erst in Mexiko so richtig wertzuschätzen gelernt. Ich muss dazu auch sagen, jetzt auch gerade in dieser Wohnung, in der letzten Wohnung, fand ich es zwar ein bisschen nervig, aber also jetzt gerade muss ich sagen, mein nächster Laden ist auf jeden Fall ein gutes Stück entfernt und immer muss ich dieses Wasser schleppen, ja. Ich kaufe dann immer so riesige Wasserflaschen, so riesige Kanister, mit denen kann man muss es positiv sehen, Leute, mit denen kann man auch sehr gut trainieren. Ich mache manchmal Sport damit. Aber grundsätzlich würde ich mir lieber, statt Geld für Wasser auszugeben, würde ich das Geld lieber nehmen und in richtige Gewichte investieren und mit den Gewichten trainieren und einfach das Wasser aus dem Wasserhahn konsumieren. Das ist nicht nur zeiteffizienter und praktischer und sicherer. Also es gibt mir halt auch einfach ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, das Wasser, was ich trinke, aus dem Wasserhahn, ich wasche mich quasi mit richtig krass gutem, sauberem, High-Quality-Wasser. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Wir waschen uns mit Trinkwasser. Das ist schon krass, Leute. Und hier zum Beispiel wäschst du dich und je nachdem auch, wo du wohnst, in welchem Gebiet, ist das Wasser natürlich nochmal besser oder auch schlechter. Es gibt zum Beispiel auch in Chiapas Regionen, wo ich persönlich, also Chiapas ist ein Bundesstaat in Mexiko, und die haben da halt sehr, sehr wenig Geld. Es ist einer der ärmsten Bundesstädte in Mexiko. Und ja, da gibt es auch nochmal ganz viele politische Sachen, auf die ich gar nicht eingehen möchte, aber auf jeden Fall haben die da teilweise wirklich, wirklich dreckiges Wasser. Also ich sag's einfach mal so, wie es ist. Dreckig in dem Sinne, dass da halt wirklich teilweise krasse Bakterien im Wasser sind und du dir nicht mal irgendwie die Zähne mit dem Wasser putzen kannst. Und ich persönlich, ich hatte schon Angst, mich dann irgendwie dort zu waschen, ja. Also ich habe mich da zwar gewaschen, aber ich habe tatsächlich meinen Intimbereich zum Beispiel mit Trinkwasser gewaschen, weil ich mir so dachte, boah, also wenn dieses Wasser, mit dem ich mich gerade wasche, mir das Gefühl vermittelt, dass ich mir eigentlich Bakterien auf den Körper drauf wasche. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich auf jeden Fall einmal nochmal mit Trinkwasser abduschen. Und ich habe dann wirklich eine Wasserflasche mir genommen und habe mich dann mit dieser Wasserflasche nochmal mit Trinkwasser richtig abgeduscht. Und meinen Intimbereich zum Beispiel, den habe ich auch nur mit Trinkwasser gewaschen, weil ich mir so dachte, boah, ich möchte keine Bakterien aus dem Wasser, mit dem ich mich wasche, also quasi auf Schleimhaut drauf haben. Weil wenn die dir so radikal abraten, dass du dir die Zähne putzen sollst mit diesem Wasser, also klar, du kannst natürlich kleine Schlücke davon ja auch trinken aus Versehen oder so, klar, aber im Prinzip hast du ja eine Schleimhaut. Die Schleimhaut ist ja deutlich, deutlich empfänglicher für Bakterien und deutlich durchlässiger als irgendwie jetzt deine normale Haut. Und ich habe zum Beispiel, ich habe mich nicht sicher gefühlt, mir meinen Intimbereich dort mit dem normalen Wasser zu waschen. Ich habe es halt nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt wo ich mich so richtig dran erinnere, ob ich mich nicht komplett nur mit Trinkwasser gewaschen habe irgendwann. Ich glaube das erste Mal nicht. Ich glaube das erste Mal haben wir eine Dusche genommen, glaube ich, ganz normal. Aber wir sind auf jeden Fall irgendwann auf Trinkwasser umgestiegen, weil wir hatten dann auch nochmal einen Rohrbruch, dann hatten wir gar kein Wasser mehr. Genau, aber ich persönlich weiß auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall meinen Intimbereich von Anfang an nur mit dem Trinkwasser quasi gewaschen und nicht mit dem Kranwasser. Das ist jetzt natürlich auf jeden Fall ein Extrembeispiel. Das ist nicht in ganz Mexiko so. Das ist ein kleiner Bereich oder quasi ein Bundesland, ein Bundesstaat. Hier in Cancun kannst du dir ganz normal die Zähne putzen mit ganz normalem Wasser und du kannst auch ganz normal duschen gehen mit Leitungswasser und so. Gar kein Ding. Alles easy. Trinken darfst du es aber auf gar keinen Fall. Und das ist halt so ein Ding, das ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst. Also wir sollten so dankbar dafür sein, dass wir einfach die Leitung aufdrehen und Trinkwasser haben, Leute. Das ist so ein Luxus. Ich musste diesen Punkt jetzt auch nochmal so ausführlich besprechen, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Also mir war es ja auch bis vor kurzem, also bis ich quasi in Mexiko für eine längere Zeit gelebt habe, war es mir halt auch nicht bewusst und ich war nicht so unendlich dankbar für unsere Situation dort.
also dort in Deutschland. Also wenn ihr das jetzt auf Deutsch guckt und in Deutschland seid, hier in Deutschland. Für mich ist es halt gerade dort in Deutschland. Nächster Punkt, wofür ich unendlich dankbar bin, ist die Straßenqualität. Also hier ist die Straßenqualität nicht gut. Also es gibt ein paar Straßen, wo ich sagen würde, ja, die sind auf jeden Fall richtig gut und die sind gerade neu gemacht worden und so, alles easy. Aber tatsächlich hast du hier sehr, sehr viele Löcher im Boden. Und wenn ich sage Löcher im Boden, ich beziehe mich teilweise wirklich auf so große Löcher, also wirklich gigantisch große Löcher, wo es zwischendurch auch Nachrichten gibt, dass Fußgänger da im Dunkeln reinlaufen und dann irgendwie ungünstig fallen und sterben und solche Sachen. Also es ist jetzt keine Übertreibung, ich meine wirklich gerade die Straßenqualität nicht nur auf Autos bezogen, sondern auch für Fußgänger. Man hat wirklich zwischendurch einfach Löcher, ja, oder Straßen, wo du auch wirklich krasse Huckel hast, wo ich, also ich rede jetzt nicht von so kleinen Babyhuckeln in Deutschland, wo man sich so denkt, boah, das finde ich jetzt aber nicht so gut, mein Lack könnte drunter leiden, weil da vielleicht kleine Steinchen oder so sind. Nein, ich rede jetzt von richtig krassen Huckeln, wo du so drüber bretterst, die einem echt, ja, nicht so ein gutes Gefühl geben, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich persönlich habe schon krassen Respekt davor, irgendwie hier durch die Gegend zu fahren. Nicht alle Straßen sind so, bevor jetzt irgendjemand sich das ausmalt, wie so, keine Ahnung, löchrige, kaputte Straßen. Nein, so schlimm ist es nicht. Manchmal ja, manchmal hast du so Straßen, größtenteils hast du halt einfach im Durchschnitt eine schlechtere Straßenqualität. Und da bin ich halt auch krass dankbar in Deutschland für. Wir haben auch zwischendurch schlechte Straßen oder auch sehr hässlich gepflasterte Straßen und so. Aber im Verhältnis, im Vergleich ist es in Deutschland echt gut. Wir haben auch Zebrastreifen, wo die Autos anhalten. Hier zum Beispiel, ja, würden dich auch die Gesetzeshüter umfahren, weil du einfach nicht random über einen Zebrastreifen laufen kannst mit dem Gedanken, du hast gerade hier Vorrang. Hast du nicht. Vergiss es. Also hier hast du keinen Vorrang. Als Fußgänger hast du noch viel weniger Vorrang. Es gibt einzelne Erhebungen, die sind schon dafür da, dass du als Fußgänger leichter rüberkommst. Da halten viele Autos auch. Ich würde mich aber auch nicht hundertprozentig drauf verlassen. Ich würde immer mitgucken und immer mitdenken im Straßenverkehr hier. Das würde ich in Deutschland auch machen. Ich bin tatsächlich, als ich mal Fahrrad gefahren bin in Deutschland und Vorfahrt hatte, einmal angefahren worden. Das heißt, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass du in Deutschland irgendwie über die Straße laufen sollst, ohne zu gucken, nur weil da ein Zebrastreifen ist. Auf gar keinen Fall, Leute. Nichtsdestotrotz würden in Deutschland vielleicht so 90% anhalten an einem Zebrastreifen. Ist jetzt meine persönliche Schätzung aufgrund meiner Erfahrung, Leute, keine Statistik. Aber ich würde so sagen, so 90% würden auf jeden Fall in Deutschland anhalten. Und hier ist es umgekehrt. Ich glaube, hier würden so 5% anhalten, wenn ihr Glück habt. Wo wir jetzt gerade schon am Straßenverkehr sind, Leute. Ich persönlich liebe die Autobahn in Deutschland. Ich liebe es, dass du unbegrenzt fahren darfst. Also, dass du quasi mit unbegrenzter Geschwindigkeit fahren darfst auf der Autobahn. Natürlich in gekennzeichneten Bereichen, Leute. Ich liebe es, dass du schneller als 100 oder 120 fahren darfst. Ich finde es super. Ich möchte das hier an dieser Stelle natürlich auch nicht glorifizieren. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade so ein kleines Fass geöffnet. Ne? Ich glaube, das ist ein sehr umstrittenes Thema mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich persönlich finde, eine Geschwindigkeitsbegrenzung muss nicht zwangsläufig sein. Ich finde, man kann auch zum Beispiel irgendwie 150, 160 fahren als Beispiel jetzt, wenn du viel Abstand hältst, wenn die Autobahn wirklich leer ist, wenn du kaum Autos hast. Ich finde, das ist okay. Meine Meinung. Das ist absolut meine Meinung, Leute. Ich finde, das Wichtige ist wirklich, dass du verantwortungsvoll mit dieser Geschwindigkeit umgehst. Ich glaube, es ist halt nicht die Lösung, einfach alles zu verbieten. Und ich persönlich genieße es total, wenn ich irgendwie ein bisschen schneller fahre auf der Autobahn mit sehr viel Abstand zu den anderen Autos und natürlich auch vorausgesetzt, dass die Autobahn wirklich fast leer ist. Also ich finde persönlich, man kann schon ein bisschen schneller fahren, wenn man das verantwortungsvoll macht. Meine persönliche Meinung. Ihr dürft mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich weiß, das ist ein umstrittenes Thema. Ich weiß, viele sagen, nein, 100 km/h ist absolut ausreichend, 120 km/h ist absolut ausreichend. Kann ich auch mega gut nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier fahren darf. Ich weiß aber auf jeden Fall, es gibt eine Begrenzung. Ich weiß nur gerade nicht, ob sie bei 100 ist. Ich glaube, sie ist bei 100 oder 120. Ich weiß es gerade nicht. Ich schreibe das auf jeden Fall irgendwo hier hin. Das ist tatsächlich auch gar nicht der Hauptgrund oder der Hauptpunkt, den ich hier an dieser Stelle nennen wollte. Mein Hauptgrund oder mein Hauptpunkt sind generell die Autobahnen. Ich liebe die Autobahnen in Deutschland, weil du super schnell von A nach B kommst. Also egal, ob du jetzt irgendwie 140 oder auch nur 120, 110 fährst. Du hast halt wirklich einfach direkte Verbindungen, direkte Strecken und du kommst einfach wirklich super schnell an dein Ziel. Da muss ich sagen, die Autobahnen sind, auch wenn sie zwischendurch krass überfüllt sind, Leute, aber an sich ist das Konzept Autobahn einfach ein wirklich effizientes Konzept. Hier in Cancun gibt es jetzt
glaube ich, nicht so viele Autobahnen. Also egal, wo ich mich irgendwie hinbewege, man braucht wirklich einige Stunden. Und wenn ich das dann für Deutschland mir umrechne, also wenn ich mir überlege, okay, von A nach B sind jetzt hier so, keine Ahnung, so 50, 60 Kilometer und man fährt halt 1,5 Stunden für so 50, 60 Kilometer, dann denke ich mir so, okay, in Deutschland, vorausgesetzt du hast eine Autobahn vor der Tür, bist du auf jeden Fall deutlich schneller da. Wie lange braucht man ungefähr so für 50 Kilometer oder 60 Kilometer? Auf jeden Fall würde ich sagen, im Durchschnitt weniger als 1,5 Stunden. Den Punkt habe ich auch, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es auf Insta, in einer Story war oder in einem Vlog oder so. Aber auf jeden Fall liebe ich auch deutsche Waschmaschinen. Ich habe das Gefühl, die Waschmaschinen hier vor Ort, die zerfetzen alle meine Klamotten. Also das letzte Mal, als ich da war, sind meine liebsten Klamotten kaputt gegangen. Ich habe übrigens gerade eine Wäsche angestellt, ich muss gleich mal nachsehen. Hier habe ich tatsächlich auch schon ein Oberteil geopfert und ich bin erst 3 Wochen hier, Leute. Und ich habe jetzt tatsächlich schon ein Oberteil zerstört mit der Waschmaschine. Ich weiß nicht genau wieso oder ob es daran liegt, dass wir jetzt zum Beispiel hier die Waschmaschine, dass wir eine haben, wo man oben die Klappe quasi öffnet und alles einfach von oben reinsteckt. Ob das ein anderer Mechanismus ist, wie anders der Mechanismus tatsächlich ist im Vergleich zu einer Waschmaschine in Deutschland, wo du quasi, wie sagt man das, ja, die Klappe halt einfach so in der Mitte öffnest und alles reinsteckst. Wisst ihr, wie ich meine? Wie so eine normalen Standard deutschen Waschmaschinen. Ich weiß auf jeden Fall nicht genau, woran es liegt, aber hier sind auf jeden Fall deutlich mehr Klamotten kaputt gegangen innerhalb eines halben Jahres und 3 Wochen, ja, als, ich weiß nicht, in den letzten paar Jahren, seit ich meine eigene Waschmaschine habe in Deutschland. Kommen wir zum nächsten großen Thema. Ich vermisse, es hört sich sehr komisch an, Leute, aber ich vermisse deutsche Mücken. Ich vermisse Mücken, die keine krassen Krankheiten übertragen oder wo die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, nahezu bei null liegt. Ich vermisse Mücken, auf die ich nicht hardcore krass allergisch reagiere. Also, ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, ich habe ein Bild gemacht davon. Falls ich ein Bild gemacht habe, blende ich euch das irgendwo hier ein. Ich habe tatsächlich hier einen Mückenstich gehabt. Der ist richtig abgegangen, Leute. Ich habe mir tatsächlich Cortison gekauft und es draufgeschmiert, weil ich wirklich, ich war überfordert mit diesem Mückenstich. Das, also es sah krass aus, Leute. Das war wirklich ungelogen, ohne dass ich jetzt übertreibe. Der ist so groß gewesen, dieser Mückenstich. Der ist komplett angeschwollen, der war richtig, richtig fett. Ich habe mich richtig erschrocken. Also es war schon mehr so in Richtung allergische Reaktion. Und ich vermisse einfach diese Mückenstiche in Deutschland. Diese kleinen Mückenstiche, bei denen du dich richtig abfuckst, dadurch, dass sie jucken und du willst es aufkratzen. Aber das war's. Du reagierst nicht hardcore krass allergisch auf diese Sachen. Also ich zumindest nicht. Und hier rasten meine Mückenstiche, die ich habe, komplett aus. Die hinterlassen teilweise auch wirklich so verfärbte Stellen auf der Haut. Und es dauert irgendwie 100 Jahre, bis die komplett verschwinden. Die jucken wirklich tagelang und die lassen dich nicht schlafen. Die machen dich verrückt. Ganz abgesehen davon, dass die Mücken hier halt auch einfach krass gefährliche Krankheiten übertragen. Wo ich mir auch schon ein bisschen Filme schiebe diesbezüglich tatsächlich. Ja. Ich vermisse deutsche Mücken. Ich vermisse es auch, Parfum zu tragen. Ich trage hier selten Parfum und wenn, dann wirklich sehr wenig. Das liegt daran, dass mir viele auch gesagt haben, ja, trag lieber kein Parfum, weil die Mücken übertriebenst auf Parfum abgehen. Also, ich denke, das ist generell so ein Mückending, ja. Und du hast hier halt aber wirklich deutlich mehr Mücken. Jetzt gerade befinde ich mich auch in einer Regenzeit in Cancun, Leute. Das heißt, das Risiko, dass du irgendwie gestochen wirst, ist natürlich auch aufgrund der Mückenanzahl höher. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich gerade jetzt auch das Denguefieber richtig am Eskalieren ist, hier genau in der Region, wo ich wohne, weswegen ich mir auch Filme schiebe. Ich laufe wirklich mit Mückenzeug rum. Also ich laufe mit Mückenzeug eingesprüht rum und habe das immer noch mal dabei für den Fall, dass ich irgendwie schwitze, dass ich das Gefühl habe, boah, es ist jetzt irgendwie schon abgetragen, ich sprühe das dann auch immer wieder nach, Leute. Also ich bin schon krass vorsichtig. Und zu dieser Vorsicht gehört halt leider auch, auf Parfum größtenteils zu verzichten, weil die Mücken sich davon auch getriggert fühlen und dann eher zu dir angeflogen kommen. Was ich ebenfalls vermisse, und das ist absolut selbstverschuldet, ich vermisse deutsche Steckdosen. Das ist jetzt wirklich, wie gesagt, selbstverschuldet, weil ich bisher nur einen so einen Stecker habe, den ich benutzen kann. Und jetzt gerade zum Beispiel lädt meine Apple Watch. Das heißt, während meine Apple Watch gerade lädt, kann mein Laptop nicht laden. Und meine Kamera-Akkus auch nicht. Und mein Handy auch nicht. Ich muss mir auf jeden Fall diese Stecker holen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gestern so einen Stecker gesehen und ich war zu geizig. Weil ein so ein Stecker, und wenn wir ehrlich sind, ich bräuchte schon so 3 Stecker, ja? Und einer dieser Stecker, wie teuer war das? Ich muss kurz umrechnen. Hat, glaube ich, so 8 Euro gekostet. Das wären 24 Euro für 3 Stecker. Boah, ich finde das schon viel Geld, Leute. Also ich glaube, ich kaufe mir vielleicht nochmal einen so einen Stecker. Boah, allerhöchstens 2, aber ich finde, das ist schon viel. Also ich habe die Hoffnung, dass ich das irgendwo nochmal finde, wo es günstiger ist, aber ich finde 8 Euro für einen Stecker,
ja, da bin ich schon so ein bisschen geizig, Leute. Ich habe Muskelkater. Kommen wir jetzt aber zu dem Hauptpunkt, zu dem, was mir mit am wichtigsten ist an Deutschland. Das, was ich wirklich mit Abstand am meisten vermisse. Das wäre auf jeden Fall einer der größten Gründe, wieso es mir schwerfallen würde, zum Beispiel 100% irgendwo auszuwandern. Meine Freunde und meine Familie, Leute. Ich habe so Glück. Ich bin so unendlich dankbar für meine Familie, für meine Eltern. Dafür, dass ich auch nah an Polen wohne, weil ich in Polen auch nochmal viel Familie habe. Und ich habe sie quasi alle beisammen. Also alle beisammen, in Anführungsstrichen. Sie sind überall so ein bisschen verstreut. Aber im Verhältnis, wenn ich mir das jetzt so ausrechne, Mexiko ist so groß, Leute. Wenn du hier zum Beispiel sagst, okay, meine Familie wohnt auch in Mexiko, aber am anderen Ende so 3000 Kilometer weiter oder so. Also ich habe es näher nach Polen. Das ist so ein Ding, das liebe ich halt auch wirklich an Europa, dass alles klein und süß und gebündelt ist. Gefühlt, also nicht nur gefühlt, Mexiko ist ja irgendwie 5-mal so groß wie Deutschland. Dadurch, dass es hier so groß ist, habe ich wertschätzen gelernt, dass Deutschland so klein und süß ist und das Nachbarland Polen halt auch einfach direkt nah dran ist, dass ich mal eben so kurz über die Grenze fahren kann, dass es keine Grenzkontrollen gibt, dass wenn ich einfach in Deutschland bin und spontan den Gedanken habe, boah, ich möchte für ein Wochenende unbedingt irgendwie meine Oma besuchen in Polen, dann kann ich das machen, Leute. Und das ist so ein Ding, das habe ich hier nicht. Ich bin hier so fernab vom Schuss. Ich kann nicht mal eben so irgendwie für ein Wochenende meine Familie besuchen oder für ein Wochenende zu meiner besten Freundin nach... Möchte sie das? Nein, ich werde jetzt nicht sagen, wo sie wohnt. Gut, ich kann nicht mal eben so zu meiner besten Freundin in eine andere größere Stadt fahren. Also diese Kleinigkeiten. Ich kann nicht eben sagen, hallo liebe Familie, ich rufe kurz an. Ich bin so in 1,5 Stunden da, bereitet mir schon mal einen Kaffee vor. Solche Sachen. Und das habe ich auch größtenteils jetzt nochmal mit den Entfernungen halt wertschätzen gelernt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin voll weit weg von meiner Familie. Aber wenn ich jetzt so überlege, ich muss nicht einen Flug nehmen, um meine Familie zu besuchen. Ich muss das nicht krass lange irgendwie im Voraus planen. Ich kann mich einfach in Deutschland in mein Auto setzen und zu meiner Familie fahren, Leute. Und diese Freiheit, dass ich meine liebsten Menschen einfach besuchen kann, ist für mich halt Gold wert. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, also so 100% wirklich irgendwie auswandern wäre, glaube ich, weiß nicht, würde mir sehr schwer fallen. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, weil ich diese Spontanität brauche. Ich brauche das Gefühl zu sagen oder sagen zu können, liebe Mutter, ich rufe dich kurz an, ich sage dir Bescheid, ich bin gleich da. Nur, dass du vorbereitet bist, ich habe eine Stunde vorher Bescheid gesagt. Oder, lieber Vater, ich bin gerade in der Nähe, mach mir doch bitte einen Kaffee, ich bin gleich da. So solche Sachen, das fehlt mir. Das ist so ein Ding, dafür ist zum Beispiel jetzt Mexiko einfach zu groß. Also wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, ich hätte zwar in dem Land Familie verstreut, aber ich müsste trotzdem irgendwie einen Flug nehmen, um da hinzukommen. Das ist schon krass. Und deswegen liebe ich irgendwie Europa und Deutschland und Polen und Holland. Also ich liebe generell Europa. Ich liebe das, dass du einfach spontan über eine Grenze kannst. Ich liebe das, dass du irgendwie spontan nach Holland fahren kannst, weil du Lust auf einen Backfisch hast. Dass ich, wenn ich Lust habe, mich einfach in mein Auto setze und nach Polen fahre, Leute, weil ich meine Familie vermisse. Ich liebe es, dass Europa ganz viele kleine süße Länder hat, die alle irgendwie richtig nah verwinkelt sind und nicht so weit weg sind und alles einfach klein, süß und super nah beieinander ist. Das ist so etwas, wofür ich unendlich dankbar bin in Europa. Das habe ich aber auch erst so richtig wertschätzen gelernt, als ich hier vor Ort war und gemerkt habe, boah, die Entfernungen in Deutschland, es sind keine richtigen Entfernungen. Es ist alles einfach erreichbar mit dem Auto, es ist alles machbar, wenn man will. Ich muss nicht erst mit dem Flieger um die halbe Welt wortwörtlich. Also der letzte Punkt war also so eine Mischung zwischen, ich bin dankbar für die Entfernungen, für die kleinen süßen Entfernungen im Vergleich, die es mir halt ermöglichen, meine Familie und meine Freunde wiederzusehen, die halt größtenteils in Deutschland und oder Umgebung sind. Das waren jetzt schon wieder einige Punkte. Ich bin mir sicher, mir werden im Laufe meiner Zeit hier in Cancun noch mehr einfallen. Dann werde ich, glaube ich, nochmal einen Teil 3 drehen. Bisher waren das auf jeden Fall die Punkte, die mir persönlich am meisten am Herzen liegen, die mir am meisten an Deutschland fehlen. Also der Hauptpunkt ist wirklich Familie und Freunde, Leute. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr das Video geschaut habt. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen Dankbarkeit für Deutschland, für Europa, für die kleinen süßen Länder drumherum mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß, dieses Video anzuschauen. Ich schicke euch ganz viele liebe Grüße aus Mexiko. Und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ich heiße Lailas Vibes auf Instagram. Und falls ihr mir einen Daumen nach oben geben wollt, falls ihr das Video gemocht habt, ich freue mich da sehr drüber. Ihr dürft mir auch sehr gerne ein Abo dalassen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ganz viele liebe Grüße aus Mexiko.